Warum umdenken? Ich habe Ihnen hier ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht. Das habe ich kopiert und ich habe das genutzt, weil mir das einfach einprägend ist. Schauen Sie, wenn wir uns jetzt diese Quadrate hier nehmen und konzentrieren uns mal auf A und B, dann sagen wir alle, ja, ist logisch, A ist dunkelgrau, B ist hellgrau. Wirklich? Es ist eine optische Täuschung. Wenn sie bedingt durch diesen Zylinder hergestellt, wenn Sie A und B wirklich von einem anderen Winkel angucken, stellen Sie fest, dass das exakt die gleiche Farbe ist und dass wir uns nur optisch getäuscht haben. Nur was tun wir? Wir gehen davon aus, und das ist unsere Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, weil A ist dunkelgrau, B ist hellgrau, also darauf bauen wir weiter. Wenn wir aber nicht anfangen, umzudenken, wenn wir nicht anfangen, die Perspektive zu ändern, wenn wir nicht anfangen, Dinge zu hinterfragen, dann werden wir nie an diesen Punkt kommen und plötzlich feststellen, hoppla, das geht ja anders. Das geht ja einfacher. Ich kann ja tatsächlich Zeit und Kosten sparen. Nehmen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich gehe davon aus, dass einige von Ihnen das jeden Tag kennen, ein Hobby irgendwo in der Fertigung mit unterschiedlichen Anbauteilen. Wenn wir jetzt das mal so ein bisschen, was ich im Schnelldurchgang Ihnen mitgeteilt habe, Revue passieren lassen, was können wir denn jetzt additiv fertigen oder fertigen? Ich habe mal drei Beispiele rausgenommen. Es gibt definitiv mehr. Nehmen Sie sich nur mal diese Greifer, ja, die wir hier schön eingerahmt haben. Diese Greifer sind keine Kataloggreifer, die Sie irgendwo aus dem Katalog bestellen können, sondern diese Greifer sind individuell angefertigt. Also müssen sie gefertigt werden. Also haben wir eine kleine Stückzahl, individuelle Fertigung, das heißt, wir müssen es sparen. So, wenn wir die 3D-Puppen mit der entsprechenden Qualität und Festigkeit, haben wir einen gigantischen Mehrwert. Das Gleiche gilt für die unterschiedlichen Spannvorrichtungen. Auch das sind keine Katalogartikel, sondern Bauteile, die entsprechend individuell gefertigt werden müssen. Das schönste Beispiel ist hier diese Kabelführung. Da denkt wahrscheinlich keiner dran. Nur auch das ist kein Katalogartikel. Auch der wird 2-3 Mal für die unterschiedlichen Hobbys angefertigt. Das sind jetzt nur drei wirklich ganz banale Beispiele, wo die additive Fertigung im Unternehmen einen erheblichen Mehrwert bietet, wenn ich denn bereit bin, wirklich mich selber zu hinterfragen und den Umdenkungsprozess zu starten.